Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 11. September. Schauen wir uns die Tagesenergien für heute an. Das erste Siegel ist Anada. Dann haben wir als zweite Tagesenergie Bayunada. Und als dritte Energie des Tages haben wir heute Anina. Wow, heute geht es wirklich wieder darum, dass wir ja wirklich unser befreites Herz, es geht die letzten Tage sehr stark um unser befreites Herz, um unsere Herzvision und dass wirklich der Plan unseres Lebens, unsere Berufung, das, was unsere Seele tun möchte, auf die Erde kommt. Ja, und die Basis dafür haben wir heute mit Anada wieder die herzliche Einladung, in die Erdung zu kommen, in das Hier und Jetzt zu kommen, in den jetzigen Moment zu kommen. Ja, wir sind ganz oft, wenn wir eben über Probleme nachdenken oder wenn wir einfach Herausforderungen haben, nicht im Hier und Jetzt, sondern in dem, was in der Vergangenheit war oder was in der Zukunft sein könnte. Aber der einzige Moment, der real ist, ist das Jetzt. Du kannst nicht für gestern atmen und du kannst auch nicht für morgen atmen. Du kannst eben nur jetzt atmen. Und Anada ist diese herzliche Einladung, im Jetzt anzukommen, ja, und uns zu verankern und zu erden in diesem Moment. Und dieser Moment enthält absolut alles, was du brauchst. Und wenn wir wirklich mal uns ganz bewusst machen, was ist jetzt genau in diesem Augenblick, in dem du diese Worte hörst, musst du nichts anderes tun. Der nächste Moment hat einen anderen energetischen Stempel wie der jetzige Moment. Aber das Jetzt ist eben das Jetzt. Und im Jetzt müssen wir nur für das Jetzt entscheiden, nicht für das, was übermorgen ist oder überübermorgen oder auch was gestern war. Das müssen wir nicht mehr analysieren. Jetzt ist der Moment, in dem du vollumfänglich wirklich Platz in dir nehmen kannst. Und jetzt kannst du dich entscheiden, wenn du gerade aus dem Körper draußen bist und wenn du viel geflohen bist, wenn du dich viel für Verzweiflung vielleicht entschieden hast oder mit der Story in Resonanz gegangen bist, geglaubt hast, du bist die Story. Jetzt kannst du dich entscheiden, ich bin nicht die Story, ich bin so viel mehr als die Story und ich erde jetzt alles, was ich bin in diesem Moment. Und das können wir jetzt gerne bewusst tun, indem wir uns wirklich vorstellen, wie von der höchsten Quelle eine wunderbare Lichtsäule auf uns zukommt, uns komplett durchdringt und durchflutet und wie diese Lichtsäule sich jetzt verlängert in die Erde hinein und dort einrastet. Und jetzt atme wirklich alles, was dich belastet, in die Erde. Und der Erde wird es für dich transformieren. Und mit dem Einatmen atme, was du brauchst. Das ist Erdung und gleichzeitig auch Schutz. Und das schenkt dir Anada. Du kannst dir wirklich vorstellen, wie du in Anada in die Erde reist und eingehüllt bist dort wie ein Embryo. Das hatte ich heute schon wieder. Diese Unterbrechung, ja, eingehüllt wie ein Embryo im Schoß der Mutter, das ist Anada und das schenkt dir Anada und darum geht es wirklich heute, dass wir, wenn wir wirklich unsere Berufung leben möchten, wenn wir materiellen Wohlstand erschaffen möchten, wenn wir gesund werden möchten, jede Manifestation kann sich immer nur in einem geerdeten Körper vollziehen. Die geistige Welt kann uns nur Botschaften übermitteln, wenn wir geerdet sind. Ich kann nicht channeln, wenn ich nicht geerdet bin. Und sie brauchen einfach unsere physischen geerdeten Körper, um dieses hohe Licht der Quelle durch uns auf den Planeten zu bringen. Und jedes Mal, wenn wir uns eben erden, dann erden wir unser Licht, dann erden wir das göttliche Licht. Ja, und Bayunada hilft uns, ja, mutig zu sein wirklich und unseren alten Schmerz loszulassen, unser Herz ganz weit zu öffnen für diese Wahrheit, für die Ebenen des Lichtes, ja, für diese Wahrheit, dass wir nicht die Story sind, dass wir der göttliche Plan sind, dass jeder von sich, jeder Einzelne trägt diesen göttlichen Plan in sich. Und das Schöne ist, du musst diesen Plan überhaupt gar nicht wissen, sondern es geht darum, dass du dein Licht erdest, dass du in der Bewusstheit, dass du der göttliche Plan bist, dein Licht erdest. Und es geht so viel Schmerz in die Auflösung, wenn wir uns wirklich erden, wenn wir uns, ja, wenn wir unser Licht erden, weil dann in dem Moment, in dem wir unser Licht erden und uns wirklich verbinden mit der Quelle, ja, in dem Moment erinnern wir uns, dass wir eben die Quelle sind, dass die Quelle durch uns fließt und wir erden dieses Licht.
Und durch die Reinigung, ich sage ja, die tägliche Reinigung ist für mich wichtiger als die Körperpflege des Energiefeldes, wenn wir uns wirklich vorstellen, wie zum Beispiel die violette Flamme von der höchsten Quelle auf uns zukommt und unser Energiefeld reinigt von allem, was geringer als Licht ist. Und gleichzeitig stellst du dir vor, wie von deinen Füßen eben noch Wurzeln in die Erde wachsen. Somit bist du geerdet und gereinigt und du bist dann nichts anderes mehr als dieses Licht in diesem Moment. Und bei Yonada hilft dir eben, dieses Licht zu sein. Und Anina ist an sich das Berufungssiegel. Anina, die göttliche Urkraft, das vollkommene Licht in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos, fasst eigentlich das zusammen, was ich eben gesagt habe. Es geht um nichts anderes, als um dein Licht zu erden. Wenn du wirklich dich bereit erklärst, dein Licht zu erden, und das ist das, was mit Anina geschieht, hier, das sind deine höchsten Bewusstseinsanteile, deine Verbindung mit der Quelle, das ist quasi die Verlängerung durch deinen physischen Körper. Das ist dein Erdsternchakra. Ja, hier verankerst du deine Lichtkraft praktisch unter deinen Fußsohlen auf der Erde. Und wenn du wirklich, Anina hilft dir dabei, alles, womit du im Widerstand bist, eben dein Licht zu erden, ja, was aus anderen Leben kommt, dass wir vielleicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind, dass wir das schon mal gemacht haben oder. Es gibt so viele Speicherungen, die wir in uns tragen. All das löscht eben Anina, was uns davon abhält, unser Licht zu erden. Und wenn wir diese neue Erde manifestieren möchten, wenn wir unser Leben neu manifestieren möchten, dann dürfen wir vollumfänglich auf der Erde sein und vollumfänglich Platz in unserem Leben nehmen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld des vollumfänglichen Platz im Leben nehmen, das möchte ich jetzt mit allen lieben Verbundenen gerne initiieren. Om Anada, Om Bayunada, Om Anina, Om Anada, Om Bayunada, Om Anina, Om Anada, Om Bayunada, Om Anina. Om Anada, Om Bayunada, Om Anina. Ich wünsche dir einen ganz reich gesegneten Tag. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.